Hi, ich bin die Samira, viele kennen mich schon. Ich war leitende Sektions- und Präparationsassistentin am Pathologischen Institut der LMU. Viele haben mich kennengelernt durch mein sehr wütendes Video, was ich gedreht habe. Das Ganze kam zustande, ich habe es 2 Jahre mit angeguckt. Ich habe die Corona-Verstorbenen obduziert, ich habe die Impftoten obduziert und ich habe auch die doppelt geimpften Corona-Toten obduziert, sodass ich mir mein eigenes Bild von diesem ganzen Geschehen machen konnte und abwägen konnte, welche Sachen, welche Maßnahmen medizinisch sinnvoll sind und welche übers Ziel hinausgeschossen sind. Das spiegelt sich jetzt in der Stimmung der Menschen wider. Viele haben sich heute hier auf der Demo in Landshut zusammengetroffen, um eben was zu bewegen. Ich möchte es auch tun, deswegen habe ich mich ja bereits an die Öffentlichkeit gewendet, um an vielen ihre Vernunft zu appellieren und zu sagen, Leute, macht's jetzt was, jetzt ist die Zeit gekommen. Werdet aktiv, geht auf die Straßen, geht zu den Demonstrationen, unterschreibt die Petitionen. Jetzt ist es ganz wichtig, es kommt auf jeden Einzelnen drauf an und gemeinsam können wir was bewirken. Also ich bin sowas von zuversichtlich, dass das keine 365 Tage im Jahr mehr dauern wird. Ich sage es immer wieder, ich kann es auf gar keinen Fall glauben, das kann mir niemand erzählen. Es wird keine Impfpflicht für jeden geben und es wird keine Impfpflicht im Gesundheitssektor geben, weil wenn wir hier einen Notstand haben und wir die Leute versorgen wollen, dann können wir nicht die, wo das gewährleisten, entlassen. Das ist ein Fakt und der wird niemals kommen. Und wenn am 15.03. die das tatsächlich voranbringen und wirklich wollen, dass die Leute entlassen werden, dann wird es dazu führen, dass am 15.03. ganz viele ohne Job dastehen und dann alle auspacken werden. Und wenn dann alle auspacken aus den Krankenhäusern und aus dem Gesundheitssektor, na dann ist die Suppe am Dampfen und dann wird es vielleicht im Sommer schon vorbei sein und wir können alle Freedom Day in der Stadt feiern. Das hoffe ich, daran glaube ich, das würde mich motivieren, deswegen bin ich auch so glücklich, besonders heute nach der Demo. Und ich kann es eben nahelegen, geht's auf die Straßen, macht's irgendwas, ich bin guter Dinge. Aber es wird natürlich nur passieren, wenn wir alle jetzt aktiv werden und rausgehen. Es kann auch sein, wenn du dir deinen Fuß gebrochen hast oder wenn du ein Kind entbinden willst. Also in jeglicher Hinsicht, wenn du eine Krankenversorgung willst, dann kannst du nicht für die Impfpflicht schreien. Wer es machen will, soll es machen. Es ist jedem selber überlassen, aber man kann nicht danach rufen, wenn man gleichzeitig in Kauf nimmt, dass die Leute gehen, die wo das gewährleisten. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Todeszahlen nicht stimmen. Die Regierung hat verpflichtend gemacht, dass Corona in der Todesbescheinigung stehen muss. Diejenigen, die wohl wissen, wie man eine Todesbescheinigung ausfüllt, wissen auch, dass es in der Kausalkette im Zusammenhang halt eben nochmal stehen muss. Und somit sind ganz viele als Corona-Verstorbene deklariert worden. Wir haben zu keinem Zeitpunkt unterschieden, ob mit oder an Corona verstorben. Das ist auch ganz wichtig. Und in den Obduktionen der Corona-Verstorbenen hat man auf jeden Fall auch gesehen, es hat überwiegend die ältere Bevölkerungsgruppe getroffen, die ganz viele Grundleiden ja auch schon haben und Vorerkrankungen. Wir laden Riesenschuld auf uns. Wir sind Zeitzeugen eines der größten Skandale, eines der größten Tragödien in der Geschichte der Medizin, ja in der Geschichte der Menschheit. Mein Vortrag, in dem habe ich mich heute vor allem konzentriert als Arzt, auf die sofortige Beendigung der Impfpflicht. Das ist das Unsägliche, was uns allen auf den Nägeln brennt und was nicht hinnehmbar ist. Insbesondere für die Leute, die in eben Pflegeberufen und im medizinischen Bereich arbeiten. Weil wenn das sein wird, dann werden die 15 bis 20% Leute, die
als Pfleger und Schwestern tätig sind, wenn die wegbrechen, dann wird das Gesundheitssystem sowieso zusammenbrechen. Das muss jedem, auch jedem Politiker klar sein, dass er das einfach nicht einfordern kann. Und abgesehen davon habe ich auch versucht, darauf hinzuweisen, dass diese Impfung enorm gefährlich ist und eines der im Grunde verrücktesten Impfprinzipien, die mir jemals erforscht hat, ist. Und wir sehen es an den Tausenden von Toten, die in Europa schon zu beklagen sind. Wir sehen es an den Daten der EMA und der FAERS in den USA, die letztendlich sowieso nur einen verschwindend geringen Anteil davon widerspiegeln, weil die Meldequote mit 1-10% sowieso gering ist. Aber wir müssen dieses Impfen auf jeden Fall stoppen und wir müssen endlich aus dieser Corona-Pandemie, die nichts anderes ist wie eine Corona-Agenda, raus. Jeder von uns Kollegen kennt mittlerweile genügend Impfgeschädigte im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. Ich selber bin ja kein impfender Arzt, aber ich habe in meinem Bekanntenkreis genügend schwere Komplikationen und auch Todesfälle, ganz dramatische, auch von jungen Menschen schon erlebt. Ich habe bereits schon in der Vergangenheit, bevor ich mein super wütendes Video gemacht habe, eine Bewegung ins Leben gerufen. Das ist Paragraph 32. Das ist Notwehr. Unbedingt mal den Gesetzestext dazu anschauen, dann klingt das nämlich nur noch halb so wild. Und zwar haben sich eine Gruppe junger Menschen zusammengeschlossen. Ich habe mal einen Aufruf gestartet, habe gesagt, mir reicht's jetzt. Ich so, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt aktiv werden. Wer ist dabei? Wer will mir helfen? Paragraph 32 ist eine Bewegung, die möchte durch Aktionen aufmerksam machen, die Leute zusammenschließen, motivieren, aus sich rauszukommen, auf die Straße zu gehen oder selber aktiv zu werden. Wir schalten gerne Aktionen und möchten in erster Linie alle zusammen auf einen gemeinsamen Nenner bringen und die vernünftige Mitte, die wo sich jetzt immer so ruhig gezeigt hat und sich immer nur in ihren vier Wänden unterhalten hat, am besten auf die Straße bringen. Meine Kollegen, wenn ich denen was sagen müsste, würde ich jetzt mal sagen, nachdem ich euch darauf aufgerufen hatte, gesammelt zum Chef zu gehen, vielleicht solltet ihr das jetzt machen, um gemeinsam was bewirken zu können. Wir tun es jetzt schon aktiv auf den Straßen. Wir möchten uns gegenseitig helfen. Wenn der Gesundheitssektor am 15.03. zum Teil abbricht, dann wird es ein Problem in der Versorgung geben. Und deswegen kann ich nur darauf appellieren, auch an meine Kollegen, geht spazieren, geht auf die Demos. Macht irgendwas, sonst gehen eure Kollegen in der Arbeit nämlich verloren und wir können nicht mehr adäquat diese fortsetzen. Und das ist ja das, was wir eigentlich in diesem Notstand oder Pandemie eigentlich bewirken wollen. Wir wollen den Kranken helfen, wir wollen den Menschen helfen und um das nahe zu bringen, müssen wir aktiv werden. Deswegen, ich hoffe, ihr werdet aktiv.